So, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zurück und wir nehmen hier natürlich die neuen Quests an, die wir hier haben. Das können wir noch nicht, okay. Oh. So, ihr seht, es ist nicht viel Zeit vergangen. Ich habe eine ganz kurze Pause gemacht. Hier ist jemand von Craft und Ehre. Ein Marier. Dann können wir euch mal buffen hier. So. Wir sind ja nett. Ah, stimmt, die Kreischergeister. Hallo, Mann. Alter Mann, hey. Mann, sieht's nicht. Oder auch nicht. Stimmt, die Kreischergeister, die können wir auch noch für Dingens machen, ne? Für Dingens, sag's mir. Für, nicht Uldermann. Ja, grüßt Gott. Für Sulfarak. So, eine Sekunde, bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Gerade mal ein bisschen Luft machen müssen hier. Es ist so warm die Tage, wieder Wahnsinn. Der Sommer scheint doch nochmal zu kommen, ärgerlicherweise. Ne, ich bin ja mehr der Wintertyp. Ich mag und Herbst. So, wenn es so richtig schön stürmt und bläst, dann, ah, das liebe ich. Und Regen. Ah, nichts Schöneres, wenn man drin sitzt und man sieht, wie so der Regen gegen die Fenster trommelt. Ja, oder so richtig auch, ja, so wassermassenmäßig. Ah, das ist so herrlich. Oder im Herbst an so einem Feld auf so einer leicht geschwungenen Anhöhe stehen und dann sich dann den Wind um die Nase blasen zu lassen. Ach, schön, schön. So, wir suchen hier natürlich den Kalifen. Da ist er. Der hat natürlich zwei Freunde dabei normal. Versuchen wir hier nicht zu viele zu pullen, weil die brauchen wir nicht. Oh, wir brauchen den Kalifen. Gucken, dass wir keine Diebe... Der hat normalerweise zwei Diebesbegleiter dabei. Mal schauen, ob die auch hier dabei sind. Ich glaube nicht. Nein, sieht nicht so aus. Also auf dem offiziellen Server hatte der immer zwei Diebe mit sich rumschleichen, die ihn beschützt haben. Das wird ihm hier zum Verhängnis, dass es nicht hat. Denn dadurch gehört sein Moschkopf bald uns. So. Hui und jui. Perfekt. Ja, wir kriegen hier einiges gemacht. Wie sieht es denn bei Sid aus? Im Emirati-Hochland ist der. Was macht denn der Emirati-Hochland, um Gottes Jesus Willen? Stunde hat er gesagt. Das heißt, nach dieser Folge hier, nach dieser Episode, müssten wir eigentlich dann mal wieder Kontakt zu ihm aufnehmen. Und gucken. Ich meine, wir können ja hier weiter questen, während wir dann die Gruppe suchen für Uldermann. Ich bin mal gespannt, ob wir es hinbekommen. Wie viel spät haben wir es denn? 21.17 Uhr. Arme Mutti, da hat er recht. Hm. So, wollen wir mal unsere Piratenhüte eintüten. Lost Rigger Bucht. So, ein kleines bisschen Werbung schadet nicht. So. Ja. Tja, 5 Abonnenten weniger an einem Tag. Das ist gut, das ist nicht so weiter dramatisch. Wie gesagt, ich nehme an, dass es die Leute sind, die nur wegen Rift mich abonniert haben.
Aber meine Güte, damit muss ich klarkommen. Wobei, wenn das so ist, verstehe ich es nicht, weil ich habe ja gesagt, ich pausiere Rift nur. Oh. Also. Kronk. Ja, ich sage jetzt da nichts dazu. Ja, nicht während der Arbeit gucken, ja? Ja. Ja gut, nicht nur. Also er labert, singt nicht nur. Blödsinn. Ja, Kronk ist auch ein netter Kerl. Moment. Was du von so tat, ich erinnere mich gar nicht mehr an dich, Fame. Es tut mir leid, das ist, ich meine, ich bin alt. Sowas geht mir runter wie. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, ja, Gronk hat natürlich den extremen Vorteil, dass er als einer der ersten in Deutschland angefangen hat mit Let's Plays. Ja, da war das noch Neuland, da war das noch wirkliches Neuland hier. Und dementsprechend hat er eben auch viel Zulauf bekommen. Hätte jemand anders so früh angefangen, wäre jemand anders jetzt so gehypt quasi, aber naja. Naja, klickgeile Schlampe, ich würde es nicht so ausdrücken. Man darf halt nicht vergessen, dass er davon lebt. Dass Kronk davon lebt. Und es ist eben was anderes. Er sieht es aus der Sicht eines Geschäftsmanns. Ne? Johnny von Invictus. Nee, gesagt, ich bin da nicht böse, wenn jemand sowas sagt hier wie Johnny oder so. Warum auch? Wenn ihm Kronk gefällt und wenn er das gerne anguckt, dann sei ihm das vergönnt. Gott im Himmel. So. Ist ja eure Freizeit da draußen. Ihr müsst ja wissen, wem ihr eure Freizeit schenkt. Ja, ich glaube, solange es noch so Leute wie Sid auf dem Server hier gibt, werde ich in dem Server hier auch treu bleiben. Vom PvE her. Ja, Leute, jetzt macht's nicht so sehr. Das wird sonst zu einer Fete, zu so einem Glaubensding. Ja, das ist... Ach Leute, jetzt werde ich aber langsam wirklich rot. So. Ja, Folge 1000 habe ich auch angeguckt. Das hat halt, der hat ein ziemlich gutes Intro dazu gemacht, quasi. Weil wir natürlich, ja. Ich habe mir jemanden geschrieben, der verrückt war. Das weiß ich gar nicht mehr.
Was ist denn das für ein Deutsch? Was ist das für eine Rechtschreibung? So. Junge, Junge, wenn das mein Deutschlehrer sehen würde, der würde aber hier rotieren. Also mein ehemaliger Deutschlehrer. Pfand? Wer Pfand? Ach so, Schattenfang, ja, das war ein Spezi da. So, ich suche aber natürlich immer noch Leute für Uldermann, selbstverständlich. Viel Spaß beim PvP. Oh, jetzt habe ich nicht auf meinen Mana geachtet. Ja, Rubbel die Katz, verschwätzt man's. Ja. Na, dann werde ich mal mit meinem Zauberstab traktieren. Natürlich bist du im Video drin, ich nehme auch auf. Was ist das für eine. Ich weiß nicht mehr, was für eine Folge ist. Das ist heute meine dritte Folge, die ich aufnehme. Also, Famous grüßt die Welt. Liebe Welt, fühlt euch durch Famous gegrüßt. So. Und jetzt nehmen wir Hörerwünsche entgegen. Ah, nee, falsches Genre. Ja. Endlich rockt die Community ein bisschen so, ne? Und lebt, Leute, lebt! Lasst diesen Server leben! Er lebt! Ich habe ja ein Kochvideo vollendet und habe das in ja bestimmt 26 Stunden auf YouTube hochgeladen, die 9 Gigabyte. Das hat so ewig gedauert. Und ich bin am Überlegen, ob ich dazu einen Trailer machen soll, weil es so viel Arbeit war. Und jetzt bin ich seit gestern ständig dabei in so einer Trailersprache zu reden, egal was ich mache, soll mich da ein bisschen, ich mach mir die Gorilla fangt sehr hier wegkommen, mich da ein bisschen rein zu fuchsen sozusagen. Ich hab's gerade schon wieder auf den Lippen, ja. In einer Welt, in der Margarine im Kühlschrank kaputt geht. Also in einer Welt, das ist so ein tolles Dingsbums. Oh, du siehst aus wie Calimero mit der Eierschale auf dem Kopf. Na, wer kennt's noch? Und er klaut mir meine Viecher. Guck mal, der Schlamper von Postmortem und Kraftenehre klaut mir meine Viecher. Ja, indem er meine Viecher klaut. Hallo, Bub. Rettung nagt. Rettung naht, sagten sie und annektierten mein Gebiet. So. Rettung mich lieber durch Uldermann. Du bist sehr klein, du bist der Kleine. Abendbrot.
Und mal sehen. Ja. Sollt nicht meine Viecher hier kaputt machen. Seid ihr denn drauf? Schlamper. An irgendjemand erinnert mich noch. Da gab es irgendwie auch mal so kleine Viecher in Weiß, auch mit so einem komischen Helm drauf. Ja, euch beide hätte ich für Uldermann treffen müssen, ne? Da wäre dann das Zeug geregelt gewesen. Oh, ein Schäfchen. Hallo, Schäfchen. Auch ich nehme auch gerne mal ein bisschen Hilfe an, obwohl ich die jetzt so nicht unbedingt gebraucht hätte. In dem Ding. Also, gewaltig sind die jetzt auch nicht. Ich meine, es sind ein paar, wenn die dann weglaufen, okay, dann könnte es ein bisschen knifflig werden. Aber, ja. So. Verstanden. Wenn die helfen, dann kann ich gleich mal den André hier antatschen. Nicht, dass die aus Versehen draufhauen. Katze, was ist los? Es ist langsam finster. Wenn wir dann mal vor der nächsten Folge ein Licht anzünden. Da. Arkjäger, Stingray mit Cat. Ja, Junge, tut mir leid. Ich hab meine Homies hier dabei. Na gut, ich nehme dich mit. Bin ja gar nicht so, ich bin ja ganz anders. Ja, und dann? Ich glaube, ihr habt da welche angedotzt. Okay. Hüte habe ich genug jetzt. Was brauchen wir denn noch? Dockarbeiter. Okay, machen wir mal weiter hinten. Wer bist du denn? Ach, du bist ein Mensch, Kid. Ja, und nun? Leute! Hallo? 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 Hallo?
Leute, was macht ihr? Leute, was macht ihr? Meine Güte, ey. Das wäre jetzt auch fast die Hose gegangen, mein Freund. Jesus Christ. Ja. Naja, so ein bisschen Hilfe ist nie verkehrt. Ihr wisst ja, normal mache ich das alles so levelgerecht. So. Ja, nicht levelgerecht, also selber so, aber... Meine Güte, wenn man ein bisschen Unterstützung hat, warum soll man die nicht annehmen? So, brauchen wir noch welche? Ja, brauchen wir noch. Im Schiff müssen wir nicht unbedingt drauf. Okay. Ja, danke fürs Helfen. Höflich sein hier. GZ ans Tier. So, was brauchen wir noch? 112. Mhm. Gott. Ja, die Folge ist schon wieder zu Ende, Leute. Ja, wir machen morgen hier weiter mit der EP, also mit der Quest. Bis dann, macht's gut.